Freunde, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal bei eurem Zweitakt Berliner Reno. So, wir haben heute ein bisschen was wieder vor, ein bisschen Getüdel. Aber zuerst organisatorisch, ihr kennt's, wir machen mal die organisatorischen Sachen zuerst im Video. Sprich, was heißt das? Die MZ ist jetzt weg, die wurde gerade vom Marcel abgeholt. Ihr seht, wir haben jetzt hier schön Platz vorne. Die Simson ist natürlich noch da. Die MZ alias Renate hat uns jetzt verlassen. Gut, ist so wie es ist. Muss man jetzt erstmal so hinnehmen. Des Weiteren habe ich hier Teile bestellt für den Wartburg. Und habe hier nämlich schon mal die neue Kühlschläuche bestellt. Warte mal. Noch ein ganz Klumpen hier. Dass wir die mal in nächster Zeit dann tauschen können. Das ist ein ganzer Satz für einen Wartburg 311 1000 Kubikmotor. Mal gucken, wird noch interessant. Kühlwasser habe ich auch schon neues da. Wir müssen aber, und das habe ich gar nicht so dran gedacht, wir müssen quasi, wenn wir das jetzt machen, müssen wir auch den Zylinderkopf, auch alle Schläuche da abmachen. Und da ich den Zylinderkopf sowieso abbauen möchte, weil ja die Welle oben kaputt ist, ihr wisst ja, die macht so eine Klappergeräusche, das geht mir total auf den Geist, wir hören es gleich nochmal. Wir müssen auch die Riemenscheibe auch das Lager machen, habe ich gesehen, das ist auch kaputt, die hat auch Spiel, habe ich gerade festgestellt. Also alle haben zu tun am Motor erstmal. So, und wenn wir halt diese Lüfterwelle oben neu machen wollen, wie gesagt, muss der Zylinderkopf eh runter, die Kühlschläuche müssen ab und dann müssen wir eh danach wieder alles zusammenpuzzeln und das Wasser neu auffüllen und entlüften, das wird unanspaßig, ich hoffe, ich kriege das geschissen. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, da ich die Lager für den Zylinderkopf gestern Abend erst neu bestellt habe, bei Trabantwelt haben sie die übrigens, die einzige Seite, wo ich diese Lager gefunden habe, ja, müssen wir jetzt erstmal auf die warten. Und ich denke mal, wir werden das nächste Woche machen. Also jetzt, was ist heute? Der 24. Und dann rechnet 7 Tage Ruf auf das Video und dann irgendwann werde ich darauf das Wochenende werde ich dann machen. Was ist denn? Irgendwie Anfang April dann wahrscheinlich oder so. Gut, des Weiteren ist geplant, dass am Samstag Monika nach Wünsdorf hier fahren muss. Wer das hier kennt, da ist ein Teilemarkt. Ich weiß noch nicht, wann das Video hier kommt, wahrscheinlich dann erst danach. Da will ich mit Monika hinfahren und Grüße an den Charlie. Der Charlie hat nämlich auch einen Zuschauer hier von uns. Der hat auch einen Wartburg 311. Und eventuell kommt der Matthias mit seinem Barkas auch noch mit. Auch Grüße an den Matthias. Freue mich auf euch. Hoffe, es klappt alles. Oder hat geklappt zu dem Zeitpunkt dann. Dann werde ich mal gucken, ob ich auf dem Teilemarkt auch mal ein bisschen filme. Wenn, da hänge ich mir die Kamera hier mit diesem Brustgeschirr vorne einfach ran und wirf dann hier wie so ein Dulli da einfach rum und filme das einfach und kommentiere das zu Hause nach. Oder mal gucken, wie es wird. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht wird das Video auch nischen. Ich muss es löschen, weil es dämlich geworden ist. Wir werden es sehen. So, also was steht jetzt in diesem Video an? Wir müssen erstmal die ganzen Fahrzeuge jetzt hier rausrangieren. Deswegen seid ihr auch schon auf dem Stativ drauf. Dann können wir gleich mal gucken, ob Gerd jetzt anspringt oder ob die Batterie jetzt wieder platt ist. Das ist nämlich jetzt, was am interessantesten, glaube ich, ist für alle. Ob die neue Batterie sozusagen jetzt erhält oder ob der doch einen Kriechstrom vielleicht hat. Das werden wir jetzt gleich feststellen. Also Trabi muss raus, danach muss der Wartburg raus, danach muss der Trabi wieder rein, der kommt ganz hinten und der Wartburg kommt dann hier vorne an der Kante erstmal ran. Dann werden wir in dem, was eigentlich der Sinn des Videos ist, das Masseband einmal tauschen bei Monika. Und wir werden hinten mal im Kofferraum gucken, dass wir diesen Tankgeber mal kurz ausbauen und den mal versuchen, ein bisschen gängig zu machen, weil der Wartburg mir dauervoll anzeigt. Also, meine wäre das beste Auto EU West, wo der Tank nie leer geht, weil es Luft verbrennt und mit Luft fährt. Aber ich kann mir das nicht so ganz vorstellen. Also, ich denke mal, da ansonsten die Tankanzeige funktioniert und die auch ausschlägt, kann es ja nur hinten vom Geber kommen. Entweder vielleicht ein Kontaktfehler oder irgendwas. Was ich eher vermute, ist, dass das Ding wahrscheinlich 100 Jahre rumgestanden hat mit einem bestimmten Pegelstand, ein paar Jahre. Wahrscheinlich auch voll, da kann man mal einen auf die Idee, den voll zu tanken, dass der Tank nie rostet. Der stand ewig mit diesem vollen Tank rum. Der Geber wird wahrscheinlich ein bisschen, vielleicht ist er auch dreckig da. Da muss ja, wo der Geber dann so hoch und runter schwimmt quasi oder geht. Das ist ja wie so ein kleines, wie so ein kleines Plättchen, also eine kleine Welle drin. Wie auch beim Vergaser, bei der Simson zum Beispiel. Vielleicht ist da auch ein bisschen Dreck drin, dass das schwergängig geht. Das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Und dann anschließend kommt Monika raus. Dann drehen wir eine kleine Runde. Müssen einmal waschen fahren, einmal tanken fahren, damit da für Samstag alle klar ist. Ja, und dann kommt sie wieder zurück. Irgendwann heute Abend. Ja, und dann machen wir Samstag ein Fahrvideo nach Wünsdorf, filmen dann den Teilemarkt. Also videomäßig, ihr seht, ist erstmal ein bisschen ausgesorgt. So, und jetzt gehe ich mal in Gerd rein, reiß den mal an und fahre den. So, wir lassen mal Gerd jetzt hier vor sich hin blökern, dann kann man mit dem Warmlaufen hier. Lass ihn jetzt mal an. Der ist froh und munter am Rausräuchern.
War schön sauber, das Auto. Ich hoffe, wir kriegen den Wartburg auch so schön sauber gleich hin. So, jetzt muss ich bloß mal gucken. Ich muss diese Ölwanne da unten kurz mal wegziehen erstmal. Oder kann ich drum, vielleicht kann ich auch vorbeifahren dran. Mal sehen. Wieder alles vergessen, mein Handy. So. Mittig stand ja auch schon wieder Ewigkeiten, da darfst du das Benzin wieder vorpumpen. Denn ihr wisst, der Wartburg läuft da mit Benzinpumpe und nicht wie beim Vergaser, einfach nur läuft runter. Beim Vergaser, beim Trabi meine ich, wo es bloß runterläuft. So, dann fahren wir, jetzt geht es wieder aus, scheiße. Dann fahren wir die jetzt nämlich auch mal raus. Dann fahren wir den Trabi wieder rein, Wartburg wieder rein und dann können wir anfangen zu schrauben. So, das haben wir. Monika dudelt auch vor sich hin, sehr schön. So, dann fahren wir jetzt wieder, Gerd jetzt wieder rein und sie dann davor und dann können wir schrauben, wie gesagt. Dann wird die Tankanzeige auf einmal funktioniert sie, keine Ahnung warum. Nur dann ist das so, ich möchte mich da nicht darüber beschweren. Zu wenig Gas. So, dann kann nur der Wartburg gucken. Hol mal Monika. Haben es geschafft. Boah, jetzt stinkt das wie Sau hier drin, alter Vater. Ich hasse es immer bei diesen Rampen zu fahren. Ich brauche irgendwie entweder noch eine dritte
immer Angst, dass das Auto hier runterknallt, ey. Egal welches. Stell ich mir mal so blöd an dabei. So, jetzt steht hier der Rauch drin. Hat sich ein Zuschauer beschwert, ich soll nicht immer rückwärts reinfahren. Doch, ich finde es geil, wenn du die Türen aufmachst. Da aber normalerweise, mal klar, macht das Sinn, dass der Auspuff nach hier zeigt, nach draußen. Du machst den anderen, rotzt das gleich raus und steht nicht da drin, so wie jetzt wieder. Aber wenn ich die Türen aufmache, Alter, der Anblick ist geiler, als wenn mich der Arsch anguckt. So, dann kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Teil, denn wir wollen beim Wartburg, wie gesagt, ja heute, das Masseband tauschen. Das habe ich auch schon da, wie gesagt. Also kleines Schraubergetüdel-Video. Ich werde übrigens dieses Rumrangieren mit den Fahrzeugen vielleicht nochmal als YouTube-separaten Clip erstellen, als Schrottclip oder so, wie sich das nennt. So, da ist unsere Monika. So, und da ist das Masseband. Und wie man sehen kann, ist das nicht mehr ganz so geil. Das hängt da zwar irgendwie, aber das neue ist viel dünner, sehe ich gerade. Ist gar nicht so breit. Und die Schraube da ist komplett verkeimt. Ach du Scheiße. Und die Schraube da, die wurde anscheinend auch noch nie gelöst. Warte mal, ihr könnt es nicht sehen. Da links. Oh Gott, na, das wird ja eine Aktion hier. Ich habe mir das wieder einfacher vorgestellt. Gut, wir werden mal als erstes die Batterie erstmal abklemmen, würde ich sagen. Zumindest mal das Werkzeug holen. Machen wir erstmal die Batterie weg, weil ich glaube, das sollten wir tun. Man tut diese Wartungslampe hier vorne aus. Nicht, dass die Batterie uns leer gelutscht wird. Wie viele Amperestunden hat die eigentlich? 45, wie im Trabi, okay, passt. Ja, dann bin ich gleich wieder da. So, Freunde, da ist er wieder. Und zwar, wir müssen, glaube ich, doch den Kühlergrill abbauen. Ansonsten komme ich hier... Wobei, eigentlich komme ich an die Schrauben ran. Boah, der Motor ist schon warm. Dafür, dass die Karre gar nicht lang gelaufen ist, ist der ganz schön warm schon. So, Charlie, hier nochmal für dich. Du siehst übrigens mal die Kühlschläuche. Aber weil du siehst, ach egal, du siehst ja am Samstag. Aber egal, zeigst du trotzdem nochmal. So, guck mal, hier ist schon kritisch. Also ich hoffe, der hält durch nach Wünsdorf und zurück. Also dicht ist es irgendwie noch, aber prickelnd ist anders. So, hier, der sieht ganz oll aus. Und irgendwo war noch einer, der scheiße aussah. Also wir haben zu tun. Ach, hier hinten, der hier, genau. Der große. Sieht man das? Der ist auch komplett tot. So, ich dachte, bei Monika fehlt der Waschwasserbehälter, aber da hinten ist er ja. Und wir haben natürlich hier keine elektrische Pumpe, wie ich anfangs dachte, wie im Trabi, sondern wir müssen manuell pumpen. Also ich muss mal gucken, ob ich da irgendwo Waschwasser habe, kippen wir da mal rein und testen wir mal diese Waschanlage, ob die überhaupt hier, ob das funktioniert. So, und jetzt muss ich euch mal gucken, wie ich euch hier hinstelle, weil wie gesagt, da unten kann man das erkennen, dass das halt durchgeflattert oder am Flattern ist. Viel ist da nicht mehr. Achso, wir wollten erstmal die Batterie noch abklemmen. So, und dann haben wir da eine Schraube und da links eine Schraube. Und da die Schraube links ist, oh, seht ihr gar nicht, doch da, ist überlackiert. Also das wird jetzt ein Spaß, das abzubekommen. Ach, das war ja hier wieder so eine Scheiße, ich erinnere mich. Da war ja verschiedene Schrauben hier. Ah. Irgendwas gefuschtet war hier. Ich erinnere mich wieder. Wenn sowas auf den Lack fällt, man kennt ihn. So. So, und Lampe ist aus. Upsala. Boah, Bruder, was war das denn, Alter? Der Minuspol, der war so fest da drauf, Alter. Ich hab den fast gar nicht abgekriegt. So, jetzt wird's wild. Ich habe natürlich jetzt, glaube ich, keinen Bremsenreiniger mehr. Wir müssen erstmal hier diese Schrauben sauber kriegen. Da ist so viel Dreck dran, ne? Warte mal. So, die letzten Reste. Boah, ich muss dringend Bremsenreiniger kaufen. Ich habe nichts mehr. Algenbritze. So, reicht das jetzt hier noch, um das hier irgendwie ein bisschen zu säubern, den Quatsch? Natürlich nicht. Man kennt ihn. Oh, kommst du ja nicht ran hier, Junge. Oh. Geil, wie das Masseband hier übrigens mit überlackiert wurde. Ihr seht es jetzt nicht. Das ist zu gebacken. Ich kann es leider nicht anders hinstellen. Also ihr seht jetzt eigentlich, seht ihr gar nichts, ne? Weil das Masseband, wie gesagt, sitzt jetzt genau hier hinter. Ist ein bisschen blöd. Kann ich euch hier so irgendwie mit der Kamera hier so anlehnen? Ich glaube, jetzt kann man ein bisschen was sehen. Muss ein bisschen aufpassen, dass mir die Scheiße nicht umsegelt hier. So, jetzt gucken wir mal, was da ist. Das ein 12er hier oder was ist das? Also wir brauchen auf jeden Fall eine Ratsche mit Muss, sonst kommen wir da nicht ran. Was hast du das, Jungs? Ich hab nichts. Nichts. Ich will mein Auto mal versuchen zu reparieren. Okay. So. Okay, also ich glaube sogar, hier tut sich was. Jetzt ist nur die Frage.
Natürlich sitzt von unten noch eine Mutter gegen. Wie konnte ich es auch anders vermuten? So, schön wieder, also komisch, dass es 14 ist. Komische Größe. Ich hätte mit 13 oder sowas gerechnet. Ich muss noch mal die. Ich hoffe, da bleibt der jetzt hängen, der Schlüssel. Wir sind wieder rangekommen. Da müssen wir noch mal die Ratsche hier irgendwie verlängern. Geht das hier noch mal? Ja. Das ist ja sonst ein Krampf hier, ey. So, jetzt haben wir die passende Länge. Kennt vielleicht der ein oder andere vom Sex, wenn er auch verlängern muss, wa? So, Abfahrt. Kriegen wir das jetzt hier runter, den Schmutz? Oh, ich bin abgerutscht. Ja, der ein oder andere wird sich jetzt wieder beschweren, warum ich das jetzt den Grill nicht abschraube. Freunde, ich hab keinen Bock. Ihr wisst, das muss immer schnell und einfach sein. Lieber quer liegt mir ein Ast. So, aber gegen meinen Willen bin ich erstaunt, weil die Schraube hier macht weniger Stress, als ich dachte. Ist natürlich dreckig wie Sau. Ich habe natürlich wieder nichts zum Händewaschen dabei. Schön. Macht die Arbeit leider immer doppelt Spaß, ihr kennt's. So, da haben wir den Scheiß. Da ist die Mutter. So, okay. Und da kommt nämlich schon das erste Stück Masseband hier entgegen. Ihr seht, so kannst du nicht rumfahren auf Dauer. Ich denke mal, das so, kommt bei der mittleren Schraube, haben wir ein bisschen Glück hier, weil die scheint nur, da muss ein Gewinde anscheinend drin sein. Die ist bloß da so, naja, soll ich das nennen? Reingeschraubt halt. So, mal gucken. Langsam habe ich einen Blick für die Nussgrößen, Junge. Siehst du, wir haben Fortschritte erzielt. Oha. Oha. Als wenn ich es nicht geahnt hätte. Die Schraube ist abgebrochen. Es ist zum Kotzen. Och Mann, Bruder. Wieso? Gut, Masseband habe ich jetzt trotzdem in der Hand. Tja. Frage ist, reicht es, wenn es jetzt nur am Rahmen ist? Dann haben wir einmal vom Motor ja Masse Richtung Rahmen. Das müsste ja theoretisch auch genügen. Jetzt weiß ich auch, warum sich hier keiner das Masseband mal getauscht hat. Wahrscheinlich war das der Grund. Da müssen wir irgendwann mal aufbohren, die Scheiße, und müssen auch mit Bolzen dann arbeiten. Aber da ich jetzt natürlich keinen Bohrer hier habe, ist natürlich wieder doof. Müssen wir erstmal hier die Ratsche ein bisschen kürzen. Ich glaube, hier ist auch 10. Achso, das steckt ja hier nur drin. Oh, Eck hält. So, warte mal, ich muss erstmal das hier rauspopeln hier irgendwie und dann geht's gleich weiter. Ja, scheiße ist, wie gesagt, hier ist abgebrochen der Schraubenkopf. Ich hab's vermutet, dass uns wieder so ein Scheiß erwartet. Das Problem ist, das ist hier unten nicht mit einer Unterlegscheibe mit einer Mutter gegengekontert. Und somit kriegen wir das jetzt hier auch nicht raus. Sonst hätten wir einfach nur unten die Mutter gelöst und hätten dann das Gewinde irgendwie rausgeschlagen, aber das kannst du vergessen. Ich könnte es höchstens mit viel Gewalt jetzt machen, aber ich glaube, das ist auch nicht so Sinn der Sache. Guck mal, was die Schraube hier sagt. Da komme ich gar nicht ran, super. Ich glaube, da brauchen wir mal die kleine Ratsche jetzt. Alter, jetzt weiß ich auch wieder, warum keiner dieses Masseband jemals hier getauscht hat an der Schüssel. Och Mann. Das ist doch wieder scheiße, alles. Ja, super. Jetzt ist der Schraubenkorb rund. Oh, es ist zum Kotzen. Es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß, in so einer Scheiße zu schrauben, wenn immer so ein Dreck dich erwartet. Mann, ey. Wer hier 100 Jahre nichts gemacht wird, immer. Aus Geiz. Ich weiß nicht, ob hier von hinten... Muss auch wieder eine Mutter oder irgendwas dran sein. Kann es nur sehr schlecht erfühlen. Vielleicht können wir die abschrauben. Mann, ey. So eine Scheiße. Kommst du wieder nicht dran? Komm schon, Bruder. Mach den Scheiß. Mann, ey, das ist so ein Mist. Jedes Mal das Gleiche, wenn halt der Scheiß überwacht. Kotzen.
So, du hast natürlich wieder keine Chance, da links diese Schraube zu lösen, weil die komplett festgebacken ist. Also eine ging halbwegs okay, die andere ist festgebacken, weder von hinten, von vorne. Die Schraubenköpfe sind auch wieder rund, man kennt's. Ich habe jetzt hier meinen komischen Rostlöser, wir versuchen jetzt mal den. Vielleicht passiert da noch irgendwie was, ich habe aber keine großartige Hoffnung. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, ihr kennt es. So, ich gehe nochmal unter das Auto, werde nochmal von anderen Seite die Schraube freikratzen, weil komplett verdreckt ist. Dann kommt da auch nochmal die Mumpe rauf und mal gucken, was dann passiert. So, Freunde, Mahlzeit. Ich habe schlechte Laune, ich sag's gleich vorweg, bevor sich jetzt hier irgendjemand wundert, warum ich so garstig bin. Es hat sich nichts getan. Es wird sich ja auch nichts weiter tun. Ja, neue Masseband liegt da. Das alte Fetzen hängt da immer noch drin. Ich muss dann erstmal gucken, dass ich von zu Hause mir da einen Akkuschrauber hole mit Metallbohrer, mit einem Metallbohrer kaufen. Dann müssen wir einmal da unten die Schraube ausbohren, müssen die Scheiße da ausbohren. Und dann können wir es wieder neu festschrauben mit neuen Schrauben, die ich dann auch noch besorgen muss vorher, weil ich habe ja natürlich keine Schrauben hier, man kennt ihn. Und dann ja, können wir hier weitermachen. Ansonsten vorher weiß ich, ob man auch ohne Masseband mit der Schüssel hier fahren kann. Naja, bis das Video online ist, werde ich es schon wissen von jemand anderem, aber momentan leider keiner Zeit mehr dazu antworten. Frage ist halt nur, dass mir die Karre beim Fahren wie abbrennt oder so. Also ja, wie gesagt, ist jetzt erstmal, da mir meine Leute leider gerade nicht antworten können, weil sie alle arbeiten sind, die mir sonst immer helfen. Ist jetzt das Video erstmal beendet, weil macht jetzt hier halt keinen Sinn, hier weiter dämlich rumzusitzen. Komm jetzt eh nicht hier vorwärts. Muss ich gucken, meinen Akkuschrauber zu Hause aufladen und dann machen wir noch einen Teil 2 draus mal irgendwann. Wie ich das dann schon morgen mache, weiß ich nicht. Da habe ich auch wieder zu tun. Mann, ey, wenn man einmal nur schnell was machen möchte, weißt du, jedes Mal muss das in so einer Scheiße enden. Es ist, jedes Mal ist es die gleiche Wichse. Es ist zum Kotzen. So, und mit dieser herben Enttäuschung verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem irgendwie gefallen. Wenigstens das Rumrangieren hier mit den Kisten, auch wenn es nicht spektakulär war. Ja, die andere Scheiße, wie gesagt, muss ich mich kümmern, muss ich gucken. Aufgeben werde ich jetzt nicht so schnell. Jetzt bin ich erstmal wieder demotiviert, aber naja, wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat, sieht die Welt meistens am nächsten Tag wieder besser aus. Ihr kennt's, und dann werden wir schon irgendwie hinkriegen hier die Scheiße. Gut, wieder schauen und reingehauen. So, Freunde, Masseband, die zweite. Ich wollte eigentlich schon ausmachen mit euch und jetzt hatte schon eigentlich eine Abmoderation gemacht. Wir haben immer noch das Problem, dass ich die Schrauben nicht rauskriege und hier der restliche Fetzen vom Masseband hängt. So, das habe ich mit meinen Boys und Girls hier gequatscht. Wir fuschen jetzt ein bisschen. Wir machen jetzt das neue Masseband hier wieder am Motor unten ran. Ne, da wurde hingehört. Und dann, wie gesagt, ist ja die Schraube hier am Träger abgebrochen. Zum Glück ist aber neben dieser abgebrochenen Schraube hier links noch ein Bohrloch. Von diesem Querträger hier, keine Ahnung, was deine Aufgabe hier ist. Das ist ja der Fahrschemel, nenne ich das mal. Wo die Karosse ist ja nur aufgesetzt beim 311er. Und ich habe jetzt nach langem Suchen eine einzelne Schraube gefunden. Und es ist genau diese einzelne Schraube, die genau da jetzt reinpasst. Ey, wenn jemand irgendwie mal was spenden möchte, ich brauche ganz dringend mal einen Schraubenkoffer. Aber ich sehe gerade schon das nächste Problem, weil das Masseband hier, die Löcher sind viel zu groß. Na gut, das mag vielleicht irgendwie gerade so noch halten, dass wir wenigstens erstmal fahren können. Ach, das muss jetzt funktionieren. Ich wollte erst noch mehr fuschen. Jetzt ist wieso auch immer einfach die Kamera gerade ausgegangen. Was wollte ich denn jetzt sagen? Irgendwas mit dieser Schraube da vom Träger. Aber achso, nee, wir schrauben es jetzt mit dieser Schraube fest. Wie gesagt, die passt da durch dieses Loch durch, was da ist. Am Motor kommen wir ja ran mit der normalen Schraube wieder. Und dann werde ich im Baumarkt fahren, werde mir ganz dringend mal so einen Koffer besorgen mit so einem Schraubensortiment und auch Schlauchschellen und so einen Scheiß. Also das müssen wir jetzt hier langsam mal uns mal auf Vorrat legen und Bremsenreiniger, weil sonst kommen wir hier immer nicht weit. Gut, und den Rest vom Masseband knipper ich dann nachher noch ab. Und dann muss das erstmal funktionieren. Und dann müssen wir das aufbohren. Charlie hat mir gerade schon Hilfe angeboten, bohren wir das irgendwann auf und dann verlegen wir das nochmal richtig. Aber jetzt, damit man erstmal wieder fahren kann, let's fusch, Freunde. Let's fusch, Freunde. Also, neue Masseband haben wir. Und jetzt brauchen wir die olle Schraube da wieder für. Die total verdreckt und ölig und schmierig ist. Die ist richtig räudig. So, na gut, nützt ja alles nichts. Masseband hinein. Zack, hier durch. Und Mutter von unten ran. Das ziehen wir dann gleich noch fest. Logischerweise. So. Ah, ich werde das mal noch ein bisschen sauber machen sollen. Vorher fällt mir gerade auf. Ach, Alter. Und jetzt fuschen wir das, wie gesagt, jetzt immer nur an der Karosserie dann quasi da am Fahrschemel nur fest. Weil anders geitet jetzt erstmal nicht. Einmal Werkzeug bitte.
So, wir machen das mal noch nicht ganz fest. Vielleicht da mal hier ein bisschen bewegen muss das Masseband. Das zeigt natürlich schon fest gezogen. Mal ein bisschen lösen. So, gut, dann hängt das da jetzt erstmal. Ach so scheiße, wie ich jetzt hier gerade. Die blöde Kamera fällt hier mal um. So, jetzt liegt das einfach nur hier dran. Reicht das hier mit dem anderen Loch? Natürlich nicht, weil man es jetzt nicht weit genug drehen kann. Perfekt, man kennt ihn. So, kommt das hier irgendwo gegen? Nö, dann fuschen wir das jetzt hier ran und dann mal gucken, ob das hält. So, wo jetzt die Tüdelschraube hier hin? Die hatte ich doch gerade noch. Ah, hier. So, wohin sich jetzt auch immer die andere Unterlegscheibe verabschiedet hat. Die Kamera hält hier nicht, Freunde. Ich kann euch hier ganz schlecht nur so. Jetzt liegt sie hier offen. Uff. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das hier durchgesteckt kriegen. Zack, durchs Masseband. Naja, wird jetzt mehr schlecht als recht halten, aber ist wahrscheinlich besser als ja nicht. So, dann machen wir das hier einmal ran. Brauchen wir nochmal eine größere Schraube. Aber es ist erstmal besser als überhaupt nichts. So, von hier unten kommt man ganz scheiße ran. Aber es mag irgendwie gehen. So, jetzt muss ich mal gucken, dass die Mutter hier noch irgendwie Ruffelpopel kriege und dann können wir das festschrauben. Und dann muss das reichen zum Fahren. Ach, man kommt da nicht richtig ran, man kommt nicht richtig ran. Ach, das Bauteil sitzt so blöd hier. Ach man. So, jetzt habe ich sie, glaube ich, drauf. Jetzt. Oder auch nicht. Oh, ich hab's geschafft. So, jetzt kann man das hier irgendwie festtüdeln. Man ist alles im Weg vom Fayasa. Alter, Freunde, ich glaube ja nicht, wie schon wieder salzig bin hier. Warte, machen wir andersrum. Geht auch nicht besser. Ach, Mensch. Kommst hier einfach nicht ran. Kannst hier irgendwie rumgreifen oder irgendwas. Gut, das brauchen wir Werkzeug. Und dann, warte mal, tüdeln wir erstmal hier fest. Guck mal, dass das hier nirgendwo noch weiter hier gegen scheppert, das blöde Masseband. Und dann melde ich mich gleich, wenn ich das fest habe. So, Freunde der Sonne. Oh, ich hab's jetzt hier rangefuscht. Ne, wie gesagt, eben mal, da unten hängt das jetzt dran und am Motor. In der Hoffnung, das reicht jetzt. Es kommt jetzt hier auch nirgendwo erstmal weiter gegen. Das alte Ding hängt da noch wie so ein Lappen runter. Ist aber auch egal, passiert auch erstmal auch nichts mit. Und dann müssen wir es nochmal beim Charlie oder weiß ich wo, bei Marcel, wo auch immer sich das ergibt, nochmal vernünftig machen. Aber angeblich soll es wohl erstmal hier reichen und funktionieren. Man könnte auch ohne fahren, habe ich erfahren. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Man hat es wenigstens einen Punkt, ist schon mal besser, denke ich mal, als gar nichts. Gut, so, dann Batterie rantüdeln und dann machen wir mal einen Startversuch. Gucken, was sie sagt. So, Batterie ist dran. Wollen wir doch mal gucken.
Gut, Freunde, würde ich sagen, wir haben das jetzt erstmal fertig, das Thema. Dann packe ich euch jetzt ins Auto mit rein und fahren wir mal eine Runde, testen hier mal unseren Scheiß, ob das hält. Unseren Fusch. Und drehen mal eine kleine Runde. Wir müssen mal im Baumarkt ein bisschen was holen. Und dann, eigentlich wollte ich das Auto noch waschen. Wollte eigentlich schon längst mit allem fertig sein. Aber ihr kennt es ja mal, bei Tüdel dauert es immer dreimal länger. Na dann, wieder schauen und reinkauen.